Standbild. 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 Stanley hört nicht mehr zu. Du bist nicht drinnen, Jess. Mann, Papa. Okay, es geht nicht lange. Dave, hi. Hi, Dave. Hi, Lars. Hi. Hi, hi, hi. Hi, Sunny. Sarah, hi. Hi. Peter, hi. Rebecca, hi. Hi. Ich bin was Besonderes. Hi. Ich bin was Besonderes. Nein, ich. Hi. Susanne, hi. Hi. Lisa, hi. Hi. Hi, hi, hi. Justin ist wieder hier, jawohl, Leo. Schlag den Justin heute. Wer ist denn der Neue? Das ist der Justin Bober. Der ist nicht neu. Der war schon ein paar Mal mit bei uns im Live. Na und die Jungs. Ja, Doreen. Hi. HSV, hi. Nee, er ist ein Pferd. Romy, hi. Lukas. Ist ein Pferd. Hi, genau. Wir leiten eigentlich unser Pferd. Nabend, Doreen. Abend. Wir sind erst 38, das ist noch zu wenig. 43. Wo ist Emilio? Der ist heute mal raus, der hat eine riesen Blase vom Sport gestern. Der kann heute keinen Sport oder sich bewegen so richtig. Ich liebe Sam, fein. Igel, nein, genau. Nein, Lukas. Ja, stimmt, Leo. Was wird gespielt heute? Das kann uns mal einer hier vorlesen bestimmt. Ah, nein, Pierre, nicht! Pierre! Mann! Keine Igel, Mann. Aber du kannst trotzdem vorlesen. Mann. Glück, 50 Hampelmänner, 50 Kniebeuge, 50 Hampelmänner, 50 Kniebeuge, vierfach, 45 Kniebeuge, 40 Kniebeuge, 30 Kniebeuge, nochmal, 30 Hampelmänner, 20 Kniebeuge, 20 Hampelmänner, dreifach, 10 Kniebeuge, 10 Hampelmänner, Glück. Also beim Igel drehe ich am Rad, Stanley bei Boxhandschuhen, Justin bei einer Ente, Luis bei beim Corgi? Nein. Beim fliegenden Panda entscheidet ihr, wer am Rad dreht. Das, was er dreht, wird zählt dann doppelt. Und beim Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Ich muss drehen. Danke, Pierre, fürs, dass ich drehen darf. Vierfach? Nee. Zehn Kniebeuge schaffe ich. Die schaffe ich. Kein Problem, Pierre, für dich. Nur für dich. Justin heute komplett weiß. Fertig. Ja. Erledigt, Pierre. Wo ist Emilio? Der ist heute raus, Lars. Der hat eine Blase am Fuß. Von gestern. Jawohl. Heute heißt es ja auch, schlag den Justin. Und den Stanley. Also ihr könnt Enten schicken also, für Justin. Mann, Luis war gehört. Oh, Scheiße. Ach, du Scheiße. Pierre, nimm den Justin. Ui, Justin. Der Justin ist so selten da. Nimm den Justin. Also wir wissen jetzt alle, dass der Papa nimmt. Ich enthalte mich. Du hast Angst. Aber innen. Man braucht die Angst nicht ausstrahlen. Ah, Pierre, du musst einen Namen reinschreiben. Justin, ja! Ja, Pierre, ja! Danke! Also du musst jetzt 190 Kniebeuge und 110 Hampelmänner. Kannst du ruhig ganz wegstellen. Erstmal, das dauert eine Weile. 190 Kniebeuge. Wenn du 10 willst, zählst, sonst kannst du auch klicken. Dann stimmt. Es wird ja noch mehr mit dem extra Drehen gleich noch. Anja, hi. Toni, hi. Hi. Der Justin hat schon mal getroffen mit dem Riesenrad. Der ist mal kurz eine Weile beschäftigt, denke ich. Der hat zu tun. Ole, hi. Hi. Sorry. Leonie, hi. Alle in Schlappen. Und dann kommt Justin in Sportbekleidung. Jawohl. Oh nein. Wo sind die Planeten? Wer hat sie gesehen? Wer will unseren Justin und unseren Papa den schärfsten Chip der Welt essen sehen? Wollt ihr nicht? 190 Kniebeuge, ja, ist viel. 1910 Hampelmänner sind mehr oder 20. Aber das darf er nachher ja noch erdrehen, wenn er mit den Kniebeugen und Hampelmännern fertig ist. Hi, Pierre. Hi, Pierre.
Pi hatten wir doch schon, Heike. Nein, da steht noch, da ist noch ein Pi. Achso, Paul, hi. Jawohl. Also, für eine Ente könnt ihr den Justin da hinten weiter ärgern, er dreht am Rad. Für Corgis macht es der Luis. Boxhandschuhe der Stanley, Igel bitte nicht mehr schicken. Doch. Für den fliegenden Panda entscheidet ihr, wer am Rad dreht. Was er dreht wird, zählt dann doppelt. Da fällt er dann um. Das kann sein, bei 1920 Hampelmännern würde ich sogar umfallen. Für ein Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Corona? Nein. Warum? Viel Spaß, Justin, sagt Toni. Danke. Jawohl. Schlag den Justin, heißt es heute. Was machen du? Sport, Sonny. Sport. Den geht's gut, der humpelt zwar leicht, aber den geht's gut. Verena ist Justin-Team. Okay, dann brauchst du nur eine Ente schicken. Du bist in seinem Team. Ja, Björn, also wir nicht, der... Oh. Der Justin. Ich bin Stanley, weißt du, mir sieht man nicht. Ja? Der verkrümelt sich wieder. Wo sind die Planeten? Wer hat sie gesehen? Wer will unseren Justin und den, unseren Papa den schärfsten Chip der Welt essen sehen? Nein, wollt ihr nicht. Flocke, der kann schon nicht mehr. Doch, er kann noch. Er kann noch so einiges. Ronny. Guten Abend, Ronny. Wie alt ist der Junge? Du meinst Justin? Der ist 17? Und er macht hier mal ganz viel Sport für euch hier. Oder ist eklige Sachen, wo ein Eimer immer braucht. Ich verstehe es nicht. Immer wenn er dabei ist, hat er irgendwie ein Problem. Aber nur beim Essen. Wie viel war es? 190. Nur 190. Und dann 110 Hampelmänner und dann nochmal doppelt, dreifach und vierfach drehen. Da wird's interessant. 190. Ja, dann hast du noch 110 Hampelmänner vor dir. Weil Pullover ist jetzt zu viel. Jetzt kommt der Justin hier. Den ist gar nicht mehr kalt. Heute, wir haben extra die Heizung ausgelassen für ihn. So, das war jetzt mal? Ja. 110 Hampelmänner. Die anderen sind, Luis ist 13, Stanley ist 12 und ich bin 28++. Patrick Brandt, danke fürs Folgen. Gut für die Bundeswehr. Jawohl, Flocke. Dann kann er schon mal in die Bundeswehr, zur Bundeswehr gehen. Jenny, guten Abend. Hi. Jawohl. Wollt ihr den Justin weiter ärgern? Eine Ente. Ansonsten für Luis ein Corgi. Emilio ist ja raus. Für Stanley Boxhandschuhe. Igel, für mich brauchen wir nicht. Für einen fliegenden Panda entscheidet ihr, wer am Rad dreht. Was er dreht, wird zählt dann doppelt. Und für ein Riesenrad, so wie Justin es gerade vormacht, entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Der Justin macht das gar nicht so schlecht. Oh, wieso Beileid? Was war los? Habe ich das überlesen, Jenny? Wenn ja, auch mein Beileid. Ich weiß aber nicht, was los ist. Auf jeden Fall nichts Gutes scheint so. Mein Lieblingsfach ist Sport. Sport. Mein Lieblingsfach ist auch Sport. Auch Sport. Aber nicht hier bleiben. Also, Leute, wisst ihr Bescheid. Schule. Alles klar, Jenny? Okay. Hallo, White Tiger. White Tiger, hi. Ich weiß nicht, was passiert ist mit Jenny. Alle schreiben mein Beileid, ich hab's nicht gelesen. Dein Meerschweinchen, oh. Beileid, Jenny. Oh. Pierre. Das tut mir leid. Du kannst doch wahrscheinlich nur Justin meinen, Pierre. Das war so ein fliegender Panda, Justin. Für dich, glaube ich. Den Sportler hinter mir geht's gut. Rachid, der ist voll am Machen. Daniel, nein, Pierre! Der hat extra vorgesorgt mit seinen Schuhen. Guck mal, das Rad. Ja, das Rad, ja. Fertig? Ja, fertig. Also ich drehe mal jetzt den Panda und du musst noch zweifach, dreifach und vierfach drehen. Ich drehe mal den Panda. Ja, 10 Hampelmänner. 20 Hampelmänner also? Willst du kurz? Dann schreibe ich, schreibe nur schon mal auf, was du machen musst. Ich kann aufschreiben. Ich schreibe schon. Jetzt kommt doppelt. Zweifach. Sind 20. 10 Hampelmänner, also 20 Hampelmänner. Und noch ein Panda. Dreifach jetzt? Ja. Sind 90 Kniebeuge und vierfach noch. Komm schon, klick, klick, klick. Und vierfach, dreifach, also zwölffach, was jetzt kommt. Oh. Klick, jetzt wird's krass. Daniel. Oh, Bier, nein. Oh, mal 12. Also, das sind 480 Kniebeuge.
480 Kniebeuge plus 90 sind 570 Kniebeuge und 20 Hampelmänner. Ich habe 20 Kniebeuge, wenn am Anfang muss ich noch drehen, dann mache ich gleich mit. Du hast 20 Hampelmänner und... Nee, 20 Kniebeuge. Nein, 20 Hampelmänner. 20 Hampelmänner und 80 Kniebeuge, die machen wir locker. So, so. Leute. Hi, 10.11. So. Hi, Jasmin. So, 84 Kniebeuge jetzt. Wenn ihr uns am Rad... Guten Morgen, Christoph. Svenny, wenn du willst, kannst du auch schon, ne? Hä? Du kannst auch schon, wenn du möchtest. Also ich bin gerade überlegen, was ich noch anfangen. Ich glaube, erstmal die 20 Hampelmänner. Ja, würde ich auch sagen. Ja, was ich mal da einfach. Drehen müssen muss ich für einen Corgi, der Stanley für Boxhandschuhe, der Papa für Igel und der Justin für Enten. Hallo Sammy. Kommt ein fliegender Panda, dürft ihr aussuchen, wer drehen muss und das, was er dreht, wird zählt dann doppelt. Und kommt ein Riesenrad, dürft ihr aussuchen, wer das komplette Rad machen muss. Verena, das kommt drauf an, wir müssen erstmal gucken, welcher Rebe das zulässt, dass wir da drinnen filmen dürfen. Allgemein, welcher Leiden. Hab ich doch gesagt. Was drin gesagt? Hi PSM. Justin ist ja am Rand und Nio hat eine Blase am Fuß, der kann heute nicht mit. 80! Aua, Pia! Kein Problem. Kumpel, bist du da? Na klar sind wir da. Justin ist hier. Oh, Pia, nein! Man, nimm die Jungs, die ruhen sich hier voll aus, Mann. Wir gehen dann lang, wenn Papa im Kleid einkaufen geht. Louis! So, jetzt, wie Grit, ich bin richtig runter. 570 Knieburger. Louis, du darfst! Ja. Grit, ich bin richtig runter. Die Kamera ist oben und steht ein bisschen schräg. Das sieht komisch aus. Ich gehe in den 90-Grad-Winkel. Wie viel? 50. Also 100. Das war ein Panda, mein Freund. Das zählt doppelt. Oh nee. Dein Kumpel aus deiner Schule. Emilio ist heute raus, Vanessa. Der hat eine Riesenblase. Patrick, hi. Nee, kein Planet, Leute. Justin, Po runter, wird hier gesagt. Ja, ist ja gut. Jawohl. Er muss 570 Kniebeuge machen. Das ist schön. Das wird hart. Annika, hi. Habt ihr Spaß? Flocke, ja. Zumindest die nichts machen müssen gerade. Für was denn eigentlich Maggi? Für eine Geldpistole gibt es einen Eierbecher Maggi. Das weiß ich gut. Auch da dürft ihr nämlich entscheiden, wer es dann macht. Klar muss Justin leiden, Ost, und wer sonst? 50 habe ich schon. Ich habe ja schon gelitten. Ist mein Kunde eigentlich schon drin? Weiß nicht, wie der heißt. Der Jolo? Nee, der ist noch nicht da. Nee, Teufel, kein Planet. Justin muss leiden, jawohl. Schlag den Justin, heißt es heute. Oh, 105. 105 von 570, das geht schon. Ja. Du bist ja fast schon fertig. Was? Hi, Justin, wird dir gesagt vom Teufel. Hallo. Der Emilio ist nicht da, Björn. Der Emilio ist heute nicht dabei. Bier, noch ein Panda. Nimm den Stanley, der hat noch gar nichts gemacht. Nein, der Papa hat doch gar nichts gemacht. Justin ist der hier hinter mir. Der Justin hat heute noch, der Justin und der Luis und der Papa. Der weiß schon gar nicht mehr, wen er was sagen soll, aber er hat selber noch nichts gemacht. Papa, Luis und Justin haben noch gar nichts gemacht heute. Stanley hat noch gar nichts gemacht. Der kann ruhig Gas geben. Hey, Danny ist ja noch nicht drin. Ja, noch nicht. Nee, der wird heute nicht rein. So, Pia, du entscheidest. Kannst es nehmen, wen du willst, nur mich nicht. Ehrenmann, Black Frost, jawohl. Stanley, mach mal, red dich nicht aus. Jawohl, Pia, so dann muss das sein. Dann mache ich eine kurze Pause. Das war ein Panda, ne? Minion, guten Abend. 20 Kniebeuge stehen drauf. Also 40 Kniebeuge.
Jawohl. Und so sieht man alle hier am Sport machen. Nee, mich nicht mehr. Du hast ja schon gemacht. Nee, du auch. Justin ist der älteste Sohn von Chrissy, der lebt bei uns. Ist der Bruder von Stanley. 166. Wie viel hast du? 166. 166? Naja, bis 570 ist nicht mehr weit. Der ist 17, Vanessa. Wir brauchen kein Igel, Ricky. Wir brauchen lediglich eine Ente für Justin, Boxhandschuhe für Stanley, Corgis für Luis, einen fliegenden Panda. Ihr entscheidet, wer dreht, es zählt dann doppelt. Beim Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Und bei der Geldpistole dürft ihr entscheiden, wer einen Eierbecher Maggi trinkt. Genau, Toni, so ist es. Nein, er macht eine Ausbildung, Leute. Deswegen kann er auch nicht jeden Abend dabei sein. Aber wenn er mal dabei ist, da könnt ihr ihn ruhig ein bisschen quälen. Der mag das. Oder auch. Auf jeden Fall. Ja klar, sehen sie sich ähnlich. Was sag ich schon, Stanley, warum macht denn gar nichts? Der ist schon fertig, oder? Nee, hast du schon angefangen? Ja, ah, der ist schon fertig. Er braucht mehr. Johannes, guten Abend. Johannes, nur mal vorweg, schlag den Daniel. Justin heute. Schlag den Justin heute. Er ist nicht immer dabei. Quält ihn mal ein bisschen. Er hat schon ein Riesenrad, was er abarbeitet. 570 Kniebeuge muss er schon machen. Ist schon krass. 237. 237. Fast geschafft, fast geschafft. Fehlt ja nicht mal die Hälfte. Im kaufmännischen Bereich, Ricky? Nein, Johannes. 10. Oh, Johannes. 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go! Das ist doch wieder Smartphone. Oh je. Jawohl, Johannes, sauber! Danke für die Kiste. Macht Danke. Johannes bitte das Plus weg. Und bedankt euch bei ihm. Vielen, vielen Dank. Stark. Jawohl. 200 Liegestütze für den Papa? Nein. Ja. Willst du mich umbringen oder was? Nein. Auf keinen Fall, Flocke. Nein, 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 nein. Das machen wir gar nicht. So fangen wir nicht an. Vanessa, hör auf mit dem Lied. Wer hat sie gesehen? Justin sagt nichts mehr komisch. Ich weiß gar nicht, was mit dem los ist. Was? Ich hab Angst, ja, Mann, ich hab Angst. Aber heute heißt es, schlag den Justin. Der redet heute nicht so viel, sagt er. Ich weiß nicht, warum. Der wirkt nicht, der redet nicht. Er ist nur schwer am Atmen. Justin, ein Angebot wird hier gesagt. Von? Von Johannes, erzähl mal. Papa musste gestern schon 6 Mal trinken. Ricky, ich muss schon im Kleid einkaufen gehen. Der Planet ist, brauchen wir nicht mehr für den Einkauf. Das muss ich sowieso schon machen. Ach, jetzt wird Luis extra gefragt. Nein, mögen sie nicht. Ich bin manchmal noch das Angebot. Für eine Wassermelone 10 Jellybeans. Nee. Ich würde es machen. Ja. Stanley würde es machen. Nein, 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 habe ich nicht gesagt. Das hast du gerade gefragt. Hab ich nicht gesagt. Die Schatz war nein. Das würde ich machen. Nein, Chuck, das ist der älteste Sohn von Chrissy. Das hat jeder gesagt. Okay, okay. Sauerstoff ruft daher. Ja, okay, ich gebe zu, ich hab gesagt. Ja, Vanessa, das war schon ein Planet. Ich muss schon einkaufen gehen. Jetzt fehlen uns für den ganzen Dezember 2 Planeten. Dann essen wir beide hier den Hot Chip, den heißesten, den schärfsten Chip. Schärfsten Chip der Welt. 409? Ja! Hey, gleich geschafft. 570 sind es doch nur. Ach, 70. Ach, super. So. Danach kann eigentlich schon das nächste Riesenrad für ihn kommen. Ja. Er freut sich drauf. Was? What? What? Jawohl. Corgis brauchen wir eigentlich auch. Der Luis ist sehr entspannt hier. Hey. Aber heute, er hat dazugelernt, er redet nicht mehr so viel, damit er nicht drankommt. No. Er ist kein Schnacker mehr. Ich will einfach lieber aus dem Bild, sodass man mich nicht sieht und dann vergesst ihr mich alle. So macht das. So macht Sende das, ja, genau. Und Emilio macht das auch so. Genau, Teufel, tippen und teilen, dass wir hier mehr Reichweite bekommen. Das wäre cool. Aber es klappt. Also mach ich's auch. Nee. Wo ist denn der Stanley? Wer hat ihn gesehen?
Wollt ihr den Stanley? 10 Jelly Beans essen sehen? Jawohl! Du, die Wassermelone kommt eh nicht für mich. Stanley sagt, die Wassermelone kommt eh nicht für ihn. Björn, das würde auch gehen, aber Björn, das machst du nicht. Nein. Du schickst kein Universum. Nein. Das würde auch gehen, aber nein. Wassermelone. Deine Knie würden da schon rausspringen, Flocke. Er will rein theoretisch im Dezember könnte er ein Universum schicken. Das kostet genauso viel wie zwei Planeten. Ach du Scheiße. Mach das nicht. Ach so. Bei Flocke würden die Knie da schon rausspringen. Kaum, nein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, sehr gut, 3, 2, 1. Für Papa! Für Papa. Was ist mit dir denn los? Nein, nehmen wir die Wassermelone, hat er uns gesagt. Ja. Ja, vielleicht kommt jetzt die Wassermelone, das Angebot war ja von kommt eh nicht. Wieso? Ich kann nicht. Tja, mal eine Dauer. Alter, ein Riesenrad! So. Johannes, nein! Oh, mein Schatz, jetzt nicht. Johannes, Alter, nimm. Oh, 75. Oh, da kam auch noch ein Riesenrad. Von Johannes. Mal gucken, für wen der ist. Ach, ich schaff das easy, wenn es für mich ist. Kannst du mal kurz zu Christi gehen, dass du mal kurz kommt? Nein, nein, Johannes. Du mal kurz kommen? Doch, Papa. Johannes, nein, Mann. Machst du schon? Ach, was soll ich denn mit dem Rad? Ich muss doch das Riesenrad abarbeiten. Nein. Nein. Warum Johannes, Mann? Was machen wir denn? Oh, das tut mir aber leid. Machen wir erstmal 190 Kniebeuge. Ich versuch's mal. Gehst du weiter, Luz? Ja, ich rede weiter. Ich mach das dann. Nee, Flocke, das nicht. Nee, die soll mal zurückschreiben. Das, was den ganzen Tag hören, kann sie gerne zurückschreiben. Justin braucht Maggi, das sehe ich genauso. Ja, das braucht er. Hör auf zu lachen, sagt Paul. Dann reicht es schon. Nein, mir ist nicht langweilig. Ich sehe Papa leiden, also ist mir nicht langweilig. Daniel, weil du die seit 2 Tagen mich versetzt hast. Meinst du, so versetze ich dich nicht, wenn ich voll kaputt bin am Ende des Lebens? Nein. Das sind Kniebeugeflocke. Ja. Das Bild ist nur oben und so quer. Oder er meint vielleicht, weil du fest bist. Ist ja schon gut. Also die Wassermelone kommt eh nicht für mich, also. Das sind jetzt aber wirklich Kniebeugeflocke. Da kannst du nichts sagen. Das Bild ist, die Kamera ist sehr weit oben und geneigt. Ich mache den 90-Grad-Winkel, weiter runter geht man noch nicht. Weil guck, wenn wir jetzt gerade ausgucken würden, wäre das so. Genau. Boom. Und wir gucken nach oben. Mhm. Geht gerade nicht, Leo. Weil der Papa Sport macht, sonst verdeckt der Stanley ihn. Ja, und für ein Corgi muss ich am Rad drehen, für Boxhandschuhe muss der Stanley das. Für Igel muss der Papa am Rad drehen und für Enten muss der Justin am Rad drehen. Das brauchen wir auf jeden Fall. Alter! Und kommt ein fliegender Panda, dürft ihr aussuchen, wer drehen muss und der, das, was gedreht wird, zählt dann doppelt. Komm. Dein Nacken tut nicht weh. Wie viel hast du schon? 130, Johannes. 130? Wie viel muss. Ach ja, 190 muss ich noch. 190 muss ich, aber ich habe Muskelkater noch. Von gestern und vorgestern. Lars, für eine Geldpistole dürft ihr Justin dazu auffordern, einen kleinen Eierbecher mit Maggi zu trinken. Hallo, Chaotenzicke. Nee. Und kommt ein Riesenrad, dürft ihr aussuchen, wer das komplette Rad machen muss.
Nein, da kriegt man aber keine Nackenschmerzen. Zum Glück ist Johannes ja nur gegen Papa oder Luis oder Justin, nicht gegen mich. Und zum Glück ist Dani heute nicht dran. Mimi, sagt Patrick. Weil die Wassermelone kommt eh nicht für mich. Aber das versteht Papa und Justin noch nicht. Alter. Heute ist Mimi-Mittwoch. Ja, ja, du kannst Mimi machen. Mach ich doch schon. Mimi. Oh, ich bin wieder da. Justin ist wieder da, ihr könnt ihn jetzt wieder quälen. Bitte was? Könnt ihr mich dazustellen? Ja. Oh, Jasmin! Oh, das ist wow. Justin. Oh shit, not good. Was? Justin. Das ist das Magie. Mach ich mal trinken, alle aus dem Pech. Habe ich die zweite Runde. Wenn wir noch einen haben. Justin! Mimi, ja, Mimi, Papa. Hallo, Mary. Oh, ey, Leute. Wahnsinn. Warum, Johannes? Warum tust du mir das an? Magi? Jawohl. Opa. Ich kann es noch nicht mal riechen. So. Oh mein. Hättest du dich fragen, was Papa da gerade macht? Er macht gerade das Kondomat. Er macht das Kondomat. Ja. Leg mich am Arsch. Daniel, weil du mir mit Muscheln drohst. Echt jetzt? Ja. Aber da kriegst du doch noch mehr. Umso mehr du für mich schenkst, umso mehr Muscheln gibt's. Nee, das verhindere ich. Umso mehr er für mich schickt, umso mehr. Da wollte doch schon nichts essen. Na, das kann los, nicht. Schick doch die mal Wassermelone, schick doch. Traut euch eh nicht, ihr habt da. Pierre! Ein Riesenrad! Stanley warte nicht was drauf. Stanley geht immer weiter aus dem Bild, wenn das geschickt kommt. Nein. Fertig! Okay. Justin! Ja. Jawohl! Na dann. Warte mal, Louis, schreibst du das mal auf? Wie viel Knick wollt ihr drauf schaffen? 190. Gut. Ich stehe jetzt mal 2. Achso, mal 2. Oh. Oh. Ah. Oh, es zählt jetzt 6-fach, weil er auf 3 gekommen ist. Ich hab aber auch ein Pech. Ja, das hast du. Dann gebe ich dir was jetzt. Oh mein Gott! Zählt jetzt 18 Dach, ja? Ja, boah, das bin ich, denn Dani schickt nur für mich. Ich sterbe heute. So 18 Dach werden nicht mehr nie heute, ne? Schaff ich gar nicht. Alter. 18 mal 30. Jo. Alter. 540. 540? Mann, Leute! Was? Dreifach. Hampelmänner. Dreifach. Wie viel brauchst du? 190, ne? Ja. Ey, Leo, das ist nicht cool. Das ist nicht cool. Und? Vierfach. Glück. Vierfaches Glück. Wenigstens etwas. Das sind dann jetzt 630. Alter. Oh. 630 Hampelmänner muss er machen. Björn, danke für die Kiste. Du hast nicht voll erwischt, Björn. Hi, Tobi. Wenn das... 600 was? 630. Alter. Das schaffe ich nicht. Schaffe ich nie. Wir sind immer 18 Uhr live. Immer 18 Uhr. Bis 19 Uhr. Hi, Joel. Hi, hallo. So, 630. Genau, bedankt euch alle bei Björn und macht ihm das Plus weg. Jawohl. So.
Weil das nicht cool ist, mich Stanyline zu nennen. Der hat überhaupt nichts zu tun, Herr Stanyline. Doch, ich sehe dich und Justin leiden. Wie viel muss Justin? Erstmal muss er 190 Kniebeuge, 110 Hampelmänner, dann darf man nochmal drehen. Ich muss kurz warten, bis... Wie viel haben 100, wir noch? 110. Willst du vor mir oder hinter mir machen? Dann mach du erstmal, ich brauch kurz aus. Erstmal? Ich hab 630. Ach stimmt. Ich bin eine Stunde dabei. Ja, ich bin auf jeden Fall eine Stunde dabei. Eieiei. Wir machen voll wenig. Wir mussten schon voll viel machen. Und die kommen hier so mit 630 an. Voll wenig. Oh, sie machen fast Synchron. Sie haben Synchron gemacht. Justin hat ein Riesenrad bekommen, genau wie Papa. Na, haha, Leo. Ist nicht süß. Ist nicht cool. Na, 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 na. Lass es dir schmecken, Lars. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Mann, Alter. Ey, es macht euch Spaß wieder zu. Es macht euch Spaß zuzugucken. Hi, Tim. Ich warte. Leute, Gorgis und Boxhandschuhe. Der Luis sagt dir nichts mehr. Hey, ich lass die Jungs hier mal was tun. Lass die Jungs mal was tun. Was ist das eigentlich da oben, das Blau? Jetzt ist es weg. Das ist blau? Nein, kein Magi, bitte. Das. Doch, er braucht wieder 6 Stück. Oh. Yeah! Jawohl, Pierre. Opa, Leo. Emilio ist heute nicht dabei. Weil er gestern so viel machen musste. Mehr. Zwei geht nicht. Gestern hat er nicht, eine große Blase am Fuß. Ja, Daniel braucht Stärkung, sagt Chaotenzähler. Ja, braucht er. Fertsch mit dem. Fertsch? Ja? Ja, dann musst du jetzt drehen. Ach ja, das war ja auch noch. Mach am besten mal hier vorne. Mach ich. Genau, und ich schreibe. Das ist jetzt zweifach, ne? Ja, ja, ich schreibe auf. Das ist doppelt. 100 Hampelmänner. Alter. Ich glaube, zweifach. 20 Kniebeuge sind. 60. 60 Kniebeuge. Und. Vierfach. 50 Kniebeuge. 200. Also 260. Kniebeuge und 100 Hampelmänner. Alter! Du kannst nicht warten. 260. Dreifach. Selber schuld. Pia, du bist nicht cool. Weil du nicht gewartet hast. Ja. Komm, los. Also es zählt zweifach. Nochmal! Es zählt sechsfach. Oh. 6 mal 50. Okay, jetzt noch 300. 300. Jetzt war noch was haben wir denn? Kniebeuge. Kniebeuge. Da musst du gar nicht dran. Merkst du ja. Also, wie viel hast du? 600 irgendwas muss ich machen, ne? Ja, wie viel hast du? 170. Okay. Warum fragst du mich, wenn ich Luft brauche? Sorry. Ich muss erstmal atmen. Ich wollte es nur wissen. Obwohl, Kniebeuge kannst du ja schon mal. Brauchst du Pause, Justin? Hm? Brauchst du Pause? Nee, ich kann weitermachen. Ja, dann musst du jetzt 100 Hampelmänner und 260 Kniebeuge. Für Fortnite. 260, ne? Ja. 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 Drehen muss ich für Corgi, Stanley für Boxhandschuh. Der Justin für Enten und der Papa für Igel. Kommt ein fliegender Panda durch die Aussuchung, wer drehen muss. Und das, was er dreht, wird doppelt. Kommt ein Riesenrad durch die Aussuchung, wer das komplette Rad machen muss. Papa, willst du Pause machen? Ich mach das schon. Ich muss eh warten, bis Justin fertig ist. Ich brauch den Klicker. Na, ich hab nichts, Leute. Warte mal.
Nur so, dass ich mitzusehen bin, sonst sind wir gleich. Ja, jetzt ist es zu spät. Mach mal eine Kiste rein. Ja. Da. Und da. Und da. Und da. Das ist, weil Papa, naja, der macht gerade Hampelmänner und da wackelt die ganze Küche hier. Echt jetzt? Ja. Nein. Doch, das wackelt die ganze Zeit. Ja, das war wegen mir jetzt. Ach so. So, Leute. Alter, ich schaff nicht mehr. Willst du kurz Pause machen? Wieso? Bist du dran? Nee, Stanley wird dann... Dann mach Stanley kurz machen. Ich mach Pause. Ich brauche aber einen Kläger. Wofür? Ich kann nicht zählen. Wie viel hast du denn? Machen. 300. Echt jetzt? Ach so, dann mach ich eine lange Pause. Na, er kann jetzt mitten drin aufhören. Oh mein Gott. Danke, Danke, Jasmin. Es ist zwar noch kein Dezember hier, aber lassen wir mal gelten. Morgen ist der erste. Ja, Kalender öffnen. Wer, Olla? Also ich. Ja, die anderen beiden haben schon aufgegessen. Alter. Ich bin noch fresh, ne? Ja, aber. Wie muss ich? Du musst 36. Das bist du, das ist Stanley, das ist Justin. Noch 300 vor mir. Oh, nur noch. Nur noch? Gerade mal die Hälfte, Mann. Ja, nein, 30 über der Hälfte. 15 über die Hälfte, wenn überhaupt. Du hast gerade gesagt 300. Das ist 15 über die Hälfte, 315 wäre dann die Hälfte. Die kommst du da, wer sind doch? Ich bin hier auf den Ellenbogen, fassen Sie sich. Hä? Ich bin so... Ja, aber du bist noch zu viel zu weit hier. Du siehst da noch den Frosch? Ja. Boah. Erklär mal, Johannes, erklär mir mal das. Das musst du mir mal erklären. Jawohl, Jasmin. Jasmin! Jawohl. Wir schreiben uns so das mal das auf und dann mach ich das. Ups. Erklär mal, Johannes, das möchte ich echt wissen. Warum? Warum machst du das? Ah! Na, Hier, wer ist auch? Ich. Für meinen Korgi. Na, echt jetzt für deinen Korgi? Dreh erstmal am Rad. Du hast schon angefangen. Für deinen Korgi. Du bist schon fertig? Ich bin mit den 200. Ich hab 100. 260. Alter. Jetzt brauchst du noch die 100. Kniebeuge. Nee. Hampelmänner. Hampeldinger. Ja. Hampeldinger. Stanley hat schon 100. Spezi hat Spielschicht, ja. Ich hab 40 Kniebeuge. Die hatten so einen Zug als Adventskalender, den haben sie aber außer Luis, Stanley und Emilio haben den schon leer gemacht. Paule gerne. Ich habe noch 300 Hampelmänner vor mir. Wie viel hast du jetzt? 40 Kniebeugen. Ich schaff's ja. Das ist ja nix. Hallo Melody. Melody, hi. Die Juna, hi. Ricky für gar nichts, weil sie hat immer noch gestern die Zahn-OP gehabt. Sie wird jetzt keinen Sport machen können. Das wird nicht gehen. Wunsch noch. Helia, danke schön. Welcher andere? Der Emilio. Stanley, Justin, Luis und Emilio ist gerade nicht dabei. Alter, da war nichts, Johannes. Echt jetzt? Aber da kann ich doch nichts für. Du bist fertig? Ja. Machst du kurz, dann mache ich meine 300 Hampelmänner. Ich geh mal schnell. Ja? Mit 25 Türchen, wow. Warum? Genau.
Für ein Corgi könnt ihr Luis weiter ärgern. Für ein Boxhandschuh Stanley. Eine Ente für Justin. Eagle brauchen wir nicht mehr. Ich habe noch 300 Hampelmänner vor mir. Bei einem fliegenden Panda entscheidet ihr, wer am Rad dreht. Es zählt dann doppelt. Ich weiß, wen du meinst, Johannes. Beim Riesenrad entscheidet ihr, wer das ganze Rad abarbeitet. Jawohl, du bist fertig, ne? Du machst Pause bei den 40 Kniebeugen. Ist dein Ernst? Hast du gerade Pause gemacht? Nein. Na klar, habe ich dich kurz stehen sehen. Ich habe Pause gemacht. Fertig? Ja, du kannst jetzt. Dann lass mich mal bieten. Ich habe 233. Was, Kniebeugen? Hi, David. Hui. Mit 5 Kerzen? Okay, cool. Luis, ein Angebot. Wenn's Jellybeans sind, nein. Yeah! Hab ich mir kurz aufgeschrieben? Ja, dann nimm mal dein Angebot. Aber Jellybeans zeig ich jetzt schon. Warum, Pia? Warum, Mann? Ach, geh schon. Bin ich jetzt der einzige Depp, der noch Sport hier machen muss? Richtig aus, David. Uns geht's gut, Lisa und du. Pierre, danke für die Kiste. Für eine Wassermelone trinkst du ein Glas Salzwasser. Ah. Frag den Meister, der das mag. Du bist durch? Aber nicht mich. Hä? Luis mag das. Ja, Luis hat ja gesagt. Luis sagt ja. Ja, mach mal so. Vielleicht mal. Warum sagst du das? Ich muss für eine Wassermelone schon 10 Jellybeans. Weil es selber nicht so extrem ekelhaft. Lecker Salzwasser, sagt Luis. Die sind alle gemischt, ne? Da können auch Schafe dran sein. Was denn, ich muss ja mit 10. Nein, nein, doch nicht. Nein, ich will das doch nicht. Gesagt ist gesagt. Du hast auch gesagt. Nein, ich nicht. Doch, hast du. Nein, hab ich nicht. Ja, Justin wird es machen. Was? Na, so ein Salzwasser, oder? Ich hätte 10 Jellybeans. So nee, danke. Salzwasser trinken. Nee, danke. Schmeckt nicht gut. Okay. Kann ich mir vorstellen. Alter! Heine, oder vielleicht möchte Papas trinken? Nee. Hi, Nils. Papa will lieber Maggi trinken. Echt jetzt? Alter. Heute Morgen gibt's auf keinen Fall Sport. Auf gar keinen Fall. Nein, Johannes. N-E-I-N. Nein. Alter. Leute, der Luis sagte mal nichts. Corgis für Luis, Boxhandschuhe für Stanley, Enten für Justin. Schlag den Justin, heißt es heute. Obwohl, der ist ganz schön kaputt, glaube ich schon. Ja. Schlag den Justin. Ich habe extra Fußballschuhe angezogen, dass ich keine Schmerzen an den Füßen habe. Melody fragt, ob wir morgen wieder malen können. Weiß ich noch nicht. Justin, ein Angebot. Hau mal raus. Das wird jetzt bestimmt Maggi oder so. Maggi, Salzwasser oder Jelly Beans. Nee, da kommt bestimmt mit einem Ei. Ich weiß gar nicht, ob wir Eier da haben. Ich hoffe nicht. Doch. Oh. Oh, Justin. Wo ist denn der Stanley? Man kann das rohe Ei dann auch noch so schön mit Maggi. Oh, ja. Das war mir ein Ei mit Maggi. Ich muss morgen arbeiten. Also, oh doch, komm schon. Nee? Komm. Nein. Du musst auch leiden. Du stehst hier. Ja. Rum. Ich steh bloß rum, ne? Ja, sagt der Rische. Ja, das Stanley mit. Stanley macht überhaupt nichts hier, Stanley. Stanley ein Angebot. Leo, ja, was ist los? Du musstest schon um die 700 insgesamt machen. Was? Ja. Ja. Dann kommt Pierre, hör auf! Kniebeuge. Ich bin der zweite Mann. Also, das 800 noch, was Kniebeuge musstest du schon machen. Ich muss doch noch, ich bin noch nicht mal fertig. Nicht du, ich rede mit ihm. Ich meine, ich rede von Pierre. Wieso, was kam? Ah, noch ein Igel! Ach, Papa. Ich bin nur schon kaputt. Ist so langsam, Papa.
Kam den Angebot? Wollte irgendjemand ein Angebot für das Stanley machen? Ja, Leo. Ja, hat er noch nicht geschrieben. Und noch eine Ente für Justin. Ach so, für mich ist eine Ente. Ja, ja. Für ich die Ente. Für einen Schmetterling trinkst du Maggi. Wie los? Wie kostet du einen Schmetterling? Glück! Alter! Ich muss zwei Igel machen, warte kurz. Oh, noch eine Ente. Noch, ne? Jawohl, wie viel kostet denn ein Schmetterling? 10 Kniebeuge? Nein! Du tust mir leid. Das sind doppelt. 10 Kniebeuge. Und das sind doppelt. Wie viel kostet denn so ein Schmetterling? 100 Hampelmänner. Oh, ich drehe mal noch schnell meine Ente. Wieder 100 Hampelmänner. Bist du mit dem anderen schon fertig? Ja. 20 Kniebeuge. Oh nee, meine Beine tun schon weh. Schauen wir das mal rüber hier. 100 Hampelmänner. 100 Hampelmänner wieder. Ich will nicht mehr. So. Ich bin dran zu überlegen. Es war noch ein Igel. Ich weiß 20 nicht. 10 Kniebeuge und 100 Hampelmänner. Nein, danach kommt noch einer. Das waren doch keine 3. Doch, danach kommen noch einer. Das waren 2. Nein, wo du gedreht hast. Ja, warum sagst du das? Aber ich jetzt? Hab ich gerade gesagt, hab ich vorhin schon gesagt. Echt jetzt? Oh, ja, ich weiß nicht. Warum guckt denn keiner? Wenn ich drehen muss, doch einer von uns. Hab ich ja. Ich hab Beinschmerzen. Oh. Hast du schon? Ja, mach ich. Mach ich. Der ganze Oberschenkel zieht. Ja, Leo. Also ja. Ist dein Leben vorgezeichnet. Ja. Also was jetzt? Da kam Gordi. Das heißt Gordi. Ich mache schon mal die 10 Kniebeuge, hab ich die weg. Oh na, Edel. Ich will ja nicht die Kniebeuge sind am anstrengendsten, ne? Ja, ich finde Handgemälde einfacher. Jetzt noch die Hand in meiner Zelle. Ah, 10 Kniebeuge. Wo ist der, wo sind die Planeten? Wer hat sie gesehen? Wollt ihr unseren Papa und Papa den schärfsten Chip der Welt essen sehen? Jetzt nochmal, du bist fertig? Ich bin durch. Ich muss noch einmal. Papa, du sollst nochmal alles machen. Nee, meine. Dann brauchen wir noch ein Riesenrad und darunter muss dann Papa. Ich hab keine Hampelmänner, ich hab keinen Bock mehr. Auf Hampelmänner. Den Rest hast du fertig? Ich hab ja, Mann. Nochmal 30 Hampel. Du tust mir leid irgendwie. Ich hab keinen Bock mehr. Was soll ich denn sagen? Habt ihr genug Sport heute? Ja. Ja. Obwohl ihr heute fast gar nichts gemacht habt. Ach so. Ja. Luis, was hast du heute so gemacht? 10 Keyboard gemacht. Ja, ich hab so. Was hast du denn heute gemacht? Ich auch nicht. 2000 Hampel ja, gemacht. Am A. Dann noch so 1000. Am A. Punkt, Punkt, Punkt. Kennst du? Nein. Ja, ja. Los, Daniel, weiter. Daniel, ein Angebot. Von Johannes. Johannes. Wie lautet das Angebot? Luis soll es machen. Nein, ich mache auch nicht das ganze Rad. Pierre, danke fürs Folgen. Danke für die Schatztruhe. Für die Schatztruhe, meine ich. Fertig. Macht Pierre das Plus weg? Katrin, danke für den Kaffee. Danke. Der hält wach, Sport auch. Johannes hat einen Angebot. 10 Minuten sind wir noch drin, heute machen wir nicht so lange. Wie gestern. Was denn? Nee, hat er noch nie gesprochen. Wir brauchen Boxhandschuhe. Unbedingt! Ja. Boxhandschuhe und Corgis, Leute. Oder ein Riesenrad für die beiden. Nein. Nimmst du ein Ei mit Olivenöl für eine Wassermelone? Warte mal kurz, lass mich kurz überlegen, Johannes. Ich überlege kurz. Ja. Warte. Ja, macht er, ja, macht er. Nein. Ja, doch. Die haben das Kanzelle machen für mich. Nein. Wenn da so heiß drauf ist, kann das kein Kanzelle. Nein. Wolltest du nicht in der Wassermelone Chatzen? Kann ich nicht essen? Nein. Nicht so laut. Bleib mal. Nein, will ich nicht. Stanley. Wunderbar. Du wolltest Jellybeans essen, hast du gesagt. Eben. Für eine Wassermelone. 10 Jellybeans. Aber er hat es im Live zugesagt. Aber eklige, ne? Die sind gemischt. Die sind alle gemischt. Das kannst du nicht mehr so entscheiden. Wusstest du aber. Nein, ja. Haben doch, wir doch, nicht doch. Gesagt. Das hab ich vergessen. So.
Nein, nein, Stanley hat aber auch Ja gesagt. Nein, hab ich gar nicht. Natürlich hat er auch Ja gesagt. Ich hab nur für Jelly Beans. Jetzt habt ihr wohl beide Ja gesagt. Nein, nein. Dunkelhaufen, Leute, wenn's kommt, nein, kommt's. Nein, nein. Ah ja, wenn's kommt, kommt's. Nein. Da kommt er nicht drum rum. Doch, sagt doch Pierre. Fons. Ihr habt beide Ja gesagt. Fons, bei mir hat er auch Ja gesagt. Wir machen das so, machen die es nicht. Sollte es kommen und die machen es nicht, arbeiten sie das Rad komplett ab. Als Riesenrad, ist mir egal. Das ist dann die Strafe. Ich was müssen wir jetzt machen? Wenn eine Wassermelone kommt, müssen wir es machen, sonst müssen wir das Rad abarbeiten. Ich mach das trotzdem. Dann muss das Rad abarbeiten. Von mir aus. Woher? Dann wird das Rad frei. Ja, weil er noch ausgeruht ist hier. Der musste gestern nicht viel machen, heute nicht viel machen. Seit 3 Tagen macht er hier nichts mehr. Der ist nur am Quaken und Lesen. Das gilt aber für alle, ne? Nee, es gilt für dich. Für alle. Für dich und, na, ich hab nicht Ja gesagt. Na und? Nur Stanley und du. Es gilt für alle. Nein, 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 nein. Doch. Nein, 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 nein. Die dürfen Namen runter. Es ist gut, nein. Nein. So, Leute. 8 Minuten sind wir noch da. Ich muss nicht bei der Wassermelone machen. Machen können die Minuten nicht schneller umgehen. Ich muss nicht bei der Wassermelone machen. Hast du Jelly Beans? Oder ein Ei mit Öl. Nein, er muss ein Ei mit Olivenöl, ich muss 10 Jelly Beans. Nee, du hast auch Ja gesagt. Nein. Doch, hast du. Nein. Jetzt guck mal, jetzt geht der Streit los. Natürlich. Jetzt ist gut aber auch. Jetzt ist mal gut. Dann, was soll ich denn da machen? So. So, naja, bin ich wahrscheinlich nochmal drin. Heute wirklich. Menschen. Ja, ich versuche mal ein bisschen reinzugehen. Heute Abend. Wenn ich es schaffe. Wenn ich nicht zu kaputt bin, weil hier Johannes mich kaputt macht. Das stimmt, der wird falsch geschrieben. Wie? Ja, 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 hallo. Justin wird geschrieben. Hallo, Justin. Justin. Das ist mein großer Bruder Justin. Genau. Ja, Wolflock. Johannes, du darfst entscheiden, für wen es ist. So war es ausgemacht. So wird das passieren. Also, Louis muss jetzt dann. Das Ei? Und Stanley Jelly Beans. 10 Jelly Beans. So. Eigentlich auch das Ei, aber. Ich glaube, die Jelly Beans sind schlimmer. Bin mir nicht ganz sicher. Finde ich nicht. Ja, du hast aber Ja gesagt. Er hat auch Ja gesagt. Ja, aber du hast doch trotzdem für dich Ja gesagt. Jetzt hör mal auf. Außerdem kommen zweimal. Also Leute, ich glaube, ihr könnt beide los. Nein, die dürfen aussuchen. Ja. Louis, Ei mit Olivenöl. Und Pierre sagt bestimmt Stanley. Aber muss ich jetzt da die Jelly Beans machen? Ja, was denn sonst? Oder das Ei mit den Olivenöl? Ich finde das Ei mit den Olivenöl. Egal, Pierre sagt, was du machen sollst. Ja. Stanley, was soll er machen? Ei mit Olivenöl oder 10 Jelly Beans? Ich finde das Pierre, Ei mit du entscheidest. Ich finde das Ei mit Olivenöl. Ich schieb schon mal weg, ihr geht mal kurz zur Seite. Ihr holt schon mal ein Ei. Papa, warte mal. Warte, noch nicht? 10 Jellies, ja, wir brauchen das Ding. Und Münzen dafür. Hol das Ei raus jetzt. Nein, ja, klar. Du hast doch gesagt, wenn ich... Komm, du kannst nicht immer was sagen, was du nicht hältst. Das funktioniert nicht. Das funktioniert eben nicht. Nein, ich will aber keinen Schafen haben. Nein. Wenn du Schafen kriegst, hast du Pech. Ihr habt das angeboten, Leute. Ich zieh die. Ihr habt das angeboten, kein anderer. Ihr habt Ja dazu gesagt. Das ist natürlich schlecht. So, Tisch ist wieder zurück. Schatz, das war ich in der Box. Vielleicht mal, aber du kannst es noch lauter sagen. Das hört fast keiner hier. Zum Glück sind... So, ich mach schon mal ein. Hey. Gesagt ist gesagt, Johannes, ja? Mann, ich höre aber die. Der Luis hat nicht draus gelernt. Der Luis hat noch nicht draus gelernt. Das gesagt, gesagt ist. Hier, schmeiß mal mit. Du bist ein Team! Warum so viel? 10 Ja, weil 10, also kommen ja immer nur 3 oder 4 raus aus dem Gerät. 2. Und ein bisschen Olivenöl. Wie viel hast du? 10. 6, 7, das reicht erstmal. Aber machst du das auch vor der Kamera bitte? Ja, wenn die sehen. Ich rühre schon mal das Ei für Luis an. Seht ihr, wie glücklich Luis gerade guckt? Du musst halten schaffen. Igel, für mich kam Igel jetzt? Warum? Wer hat einen Igel geschickt? Wo soll ich denn die reinfinden? Hier? Da oben. Wen muss ich bestrafen? Also ein Ding da rein. Und drehen. Ja, mach ich gleich. Pierre, du kriegst die Strafe gleich doch. Ich schick dir gleich ein paar Jellybeans rüber. Nein. Und die musst du dann essen nach Frankfurt. Das kannst du aber wissen. So, Luis, Prost. Nein. Ich hab's dir versucht, so richtig gut wie möglich zu rühren. Einmal rein. Löffel kurz weg.
so wie es aussieht, noch kein Schafer. Willst du ihn einmal überholen oder nicht? Das sind jetzt Dreier. Kein Schafer. Zurückdrehen, dass du das Gewehr reinstecken willst? Nee, vordrehen. Immer vordrehen. Niemals genau. Zurück. Da kam noch mehr raus. Ja. So, oh, sind das sind 6. Das ist wie die alten Kaugummi-Maschinen, die kennst du noch mal. Jetzt hat er insgesamt 6. 6. Ah. 4 braucht er noch. Und das, ich mache ja noch gleich noch den Igel. Du machst eine Anstrengung draus, Schwester, ist doch gar nicht. Nochmal 6. Wie nochmal 6? Nochmal 3. Jetzt hat er 9. Jetzt muss ich den einen nehme ich da jetzt raus, wenn du jetzt die Münze rein tust. Du guckst nicht rein. Einer fehlt ja noch. Ja, mach die Münze rein. Ja. Soll ich umdrehen zu dir? Ja. Und da ist doch tatsächlich einer dabei. Für Stanley. Hä? Oh, nö. So. Luis. 1, 2, 3, 4. Komm in den Vordergrund. 7, 8, 9, 10. Trinke das ein. Kein Schafer aus dabei. Weil ich muss gleich noch einen Igel drehen. Nee, du musst weiter hierher. Man sieht dich nicht, oder? Ich mach das versetzt. Am besten sind wir der Kleine von da vorne. Muss ich alle mit innen machen? Kann er machen, wie er will. Komm, Luis, du bist ein Mann. Oder wie hast du mal gesagt? Hä? Du bist doch ein Mann. Ja. So ein Mann. So, Mann. Ich bin kein Mann. Komm, Luis, jetzt los. Nicht so rumeiern wie letztes Mal. Du hast es diesmal freiwillig gesagt, also musst du auch freiwillig. Nicht. Doch, hast du. Du bist auf den Deal eingegangen. Runter damit ohne Gemecker, wird dir gesagt, sagt der Paul. Ei ist gesund, jawohl. Jawohl. Du machst das schon wieder falsch. Du musst das in einmal, Luis. Geht nicht, Papa. Anders wird das verdammt schwer zu schaffen. Das alles in den Mund. Anders wirst du es nicht schaffen. Ich schaff das schon. Los, Luis, sagt Toni. Hast eh keinen Sport gemacht, also kannst du ein Ei trinken? Jawohl. Jawohl, er schafft das aber diesmal. Er kämpft mit sich. Er kämpft gegen das Würgen. Wie weit bist du denn da? Oh, die stinken. Geh mal weg mit deiner Hand. Ja. Du hast voll den Mundgeruch. Ich habe 2 weiße, 2 schwarze, ein... Und jetzt den letzten. Nee, auf Ex muss es nicht getrunken werden. Und ein schwarz und ein braun. Komm, letzten Rest. Du auch, Stanley. Dann kann ich nochmal mein Igel abarbeiten. Ja. Jawohl. Jawohl. Er hat alles weggekriegt, Johannes. Nochmal aber nicht. Er hat es geschafft. Boah, du stinkst, Stanley. Aber ehrlich jetzt mal. Nochmal mache ich das nicht. Nee, hör mal auf, Stanley. Lass das. Du hast die Wette gemacht. Bald ist bei dir jetzt. Das ist nicht fair jetzt. Junge. Hör auf damit. Ich hab den Geschmack also. Ja und? Ich mache Sport und trinke jeden Tag 3 Rohreier. Nicht schlecht. Das ist aber ekelhaft. MK, schön, dass du da bist. Hi. Stanley. Oh. Gib mir mal das Rad, ich muss schon mal drehen, solange Stanley seine Dinge da ist. Ja, ich auch. Die ganze Küche steckt. Jetzt aber bitte nicht nochmal oder zweifach oder dreifach. Man kann das nicht immer das. Ich muss drehen. Nein! 40 Kniebeuge. Warum nein? Warum schreist du nicht schon wieder? Nein. Dani ist drin. Ja, aber schrei mal nicht so. So, ich mach 40 Kniebeuge, du gehst von mir aus vor zum Essen, ist mir wurscht. Nee, bleib mal bitte hinten. Ich kriege sogar keine Luft mehr. Die letzten voll. 2. Was ist denn der da? Die Zähne putzen. Wo sind die Planeten? Wer hat sie gesehen? Wollt ihr unseren Justin und unseren Papa? Das bleiben. Dann stell mich einfach wieder nicht. Und unseren Papa den schärfsten Chip der Welt essen sehen. Eine Kritze. 40, kein Problem, Pia. Oh, zweimal eine Kritze. So, jetzt geh mal wieder zurück und lass den Dampf bei dir. Puh. Dani, kannst drinnen bleiben. Nein, Dani, bleib drinnen. Bleib drinnen. Ich war heute nur schon am meisten gequält. Wir sind eh raus. Was wurdest du am meisten gequält? Ja, wollte ich. Aber wir sind eh schon raus. Außer Spacey will nochmal Hallo sagen, der kommt gerade rein. Sagen wir Spacey nochmal Hallo. Hi. Justin, Jellybean oder Ei? Gar nichts. Gar nichts sagt. Nee. Warte, ich weiß, was er sagt. Hi, Spacey. Papa, Jellybean oder Ei? Nein, mach ich nicht. Nein.
Ich hab schon zu viel Sport hinter mir. Hi, Spacey. Jawohl. Noch ein Riesenrad? Ja, für Papa. Nein, dieser bitte nicht. Wir sind da jetzt raus, oder? Wir sind raus. Jo. Wir sind jetzt raus. Wieso hast du keine Benachrichtigung bekommen, Dani? Ihr müsst diese Glocke anmachen. Dann kriegt ihr die Benachrichtigung. Und wenn ihr uns folgt, dann auch gleich die Glocke anmachen. Dann wisst ihr immer, wann wir live sind. Und ihr kriegt jedes Mal eine Benachrichtigung. Und dann braucht ihr einfach nur draufklicken und dann seid ihr schon drin. Hast du ja, dann weiß ich auch nicht warum. Aber ganz ehrlich, also wenn ihr O2 oder sowas habt, das spinnt schon den ganzen Tag. Ich war den ganzen Tag irgendwie auch telefonisch nicht zu erreichen. Ich weiß nicht, warum. Luis, noch ein Ei? Nein. Ja. N-E-I-N. Nein. Oder TikTok spinnt. Spacey, oh, nein! Wo sind die Planeten? Wer hat nein, sie gesehen? Nein. Wollt ihr unseren Papa und unseren Justin? Wollt ihr nicht? Den Chip der Welt essen sehen? Wollt ihr nicht? So, Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich bin nachher auf jeden Fall nochmal drinne. Spacey, nach deiner Schicht sehen wir uns bestimmt nochmal. So, in diesem Sinne, vielen Dank für alles. Wir sind raus. Morgen 18 Uhr sind wir wieder für euch da. Ja, und du bist überall zur Zeit nicht ganz fit. Ja, richtig. Alter. Oh, Mist, ey. Johannes, komm, verschon mich heute, Alter. Weiß ich noch nicht, wie viel Uhr, kann ich dir noch nicht sagen. Wir essen erstmal gleich, danach noch was. Wenn ich nicht vom Maggi gleich schlecht wird. Am Ende muss ich es ja auch trinken. Ja, Luis könnte es auch mal trinken. Nein, ich hab das schon. Luis mag Maggi genauso so gerne wie ich. Und die beiden hinten mögen es auch nicht. Ich hab da schon Ei getrunken, Leute. Oh, Spacey auch nochmal. Spacey, aber nicht für mich jetzt nochmal, Alter. Johannes, warum? Ich glaube, das ist für dich, Justin. Was? Ich glaube, die Geldpistole für den Spacey ist für dich. Warum? Bin ich mir ziemlich sicher. Ja, die haben das heute... Justin, sag ich doch. Die haben das heute Mittag auch abgesprochen. Ich brauche den Eimer dafür. Justin, die haben es heute Mittag abgesprochen. Oh, ey. Alter. Quält den Jungen nicht, weh, mich soll, ja klar soll man mich nicht quälen, Flocke. Den Jungen bitte nicht. Quält die Alten hier hinter mir. Jung. Nein, Dani! Dani! Was hast du jetzt gemacht? Alter. Selin? Ich mach ja schon.
Wie sagt Justin, es ist eine Fluglandebahn. Flughafen. Flughafen, genau, Daniel. Ja, aber Tim, das kann nur noch ich, weil Stanley und Mio haben schon aufgegessen. Jawohl. Oh, aua, ja. Nein. Ja. Vom Kalender öffnen das erste Türchen, aber tatsächlich nur Luis. Die anderen beiden haben schon alle aufgefordert. Hey, nein, ich doch nicht. Stanley und Emilio haben ja ihr Ding schon leer. Wann haben die das gemacht? Die haben einen Tag mal kurz alle Türen aufgemacht. Nein, das ja, war Johannes, zwei, drei, ich versuche heute auf jeden Fall. Ich muss noch war, was essen. Das war eine Woche. Eigentlich nicht, Anna. Ich wollte es wieder abschneiden, aber mir ist kalt. Jetzt dreht Stanley gleich 2000. Oh, wenn das passiert, ey. Das wäre krass. Dann sind wir bis morgen noch da. Oh, das geht ich ja leider 202 nicht. Gemacht. Ne, dann machst du noch 110 Hampelmänner. 202. Hier. Lassen wir nicht gelten, muss noch mal 200. Dann mal schnell auf den Klo. Ja. Mach das. So, komm. Warum überhaupt nochmal 200? Mach 110 Hampelmänner, bitte. Warum hast du überhaupt 200 gemacht? Weil er sich vertan hat. Ach so. Aber 110 kannst du auch zählen. Was ist denn los hier? Nee. Jugend von heute kann nicht mehr zählen. Ich kann zählen. 1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15. Hör mal auf, nicht durcheinander bringen. Luis und du? Hier, wir sind raus mit Sport, sind wir raus. Spacey, danke für die Truhe. Bedankt euch bei Spacey, macht ihn das bloß weg, Leute. Vielen, vielen Dank. Aber der Papa kann noch Maggi trinken. Nein, ich will nicht mehr. Genau, Leo. 1, 10, 17. Jawohl. Auf geht's. Zu den 110. Ich hab immer noch den Versuch Öl. Mal nicht so doll zu klacken. Ich hab Boden. Den Ölgeschmack immer noch drin. Du musst das abfedern, Stanley. Das hört sich voll laut an, was du da machst. Immer so. Wie alt sind die? Wer denn? Vier, alle. 12. 28 plus plus. 45. 13 bin ich, 45 ist Papa. Der Justin, Muskelkater, Johannes, der wird immer mehr. Morgen kann ich mich bestimmt nicht mehr bewegen. Justin ist 17. Emilio ist 11. Wird nächste Woche Montag 12. Jawohl. Ja, wie gesagt, Papa ist 45 und Chrissy ist 34. Ja. Nee, ich denke immer, Dani, wir gehen immer vom Guten aus, dass nicht so viel kommt. Und werden von euch jedes Mal eines Besseren belehrt. Nächstes Mal, glaubt mir, stehen wir hier voll in Sportmontur. Und dann sagt der Edgy. 110 gemacht. Aha. Jetzt so, dann musst du nochmal 2, mal 3 und mal 4 drehen, bitte. So. Jetzt wird's spannend. The rat is coming to the life. And you was playing the rat. Ja. Ich schreibe ihn auf. 40 Hampelmänner. 40 Hampelmänner. Mal 3 jetzt. 90 Kniebeuge. Und mal 4. 90 Kniebeuge. Und 80 Hampelmänner. Also. 120 Hampelmänner, 90 Kniebeuge. Und dann sind wir raus. Nee, wir sind erkältet, Flocke. Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Heute haben wir auch die Halsschmerzen wieder angefangen. Ja. Bei mir? Aber er ist ein Mann. Ich war ein Mann. Da fehlt eine Null. Diesmal hat er gut gedreht, ja? Bis später, Spacey. Lass dich da nicht ärgern in deiner Schicht. Bei den 120 fehlt eine Null und bei den 90 fehlt zwei Nullen. Dann okay. 9, echt jetzt? Das ist nicht gut. Stanley, du Maschine. Nee. Komm mal weiter. Für Fortnite. Für Fortnite. Nee, für Rocket League. Ja, genau. Für mach jetzt deinen Sport, King, das damit wir raus können. Für Luise. So, die Kiste. Denkt an die Kiste. Noch 4 Sekunden. Also wie gesagt, hätte er noch mit. Bei 120 eine 0 dahinter gehabt, wären es 1020. Hätte er bei 200, meine ich. Wäre er bei 90 2 Nullen gewesen hätte. Johannes, ja. 9000. Du kannst mit Luis und Justin gerne eine Runde Jellybeans essen, aber du bist mit. Warte mal kurz. Lass mich kurz überlegen. Wie viel hast du? 92, also 120 Hampelmänner noch, dann bist du fertig. Nein. Justin ist grau, ja. Elaine, hi, hello. Ich guck mal rüber. Der sieht aus wie ein Osterei. Ja, aber ich guck grad hier eigentlich mehr. Interessiert mich jetzt gerade mehr. Jawohl.
So, letzten 120 Hampelmänner. Dann sind wir auch raus. Justin, bist du K.O., wird hier gefragt. Ja. Ja. Flecki, er ist K.O. Du machst viel zu doll. Mach langsam, du musst es abfedern. Also bei dir? Abfedern. Ja, es wackelt und es poltert. Du hast keine Federung in den Füßen. Was ist los mit euch? Doch, ich auch. Ich hab Federung in den Füßen. Luis und Justin, das ist ein Versprechen. Oder war ein Versprechen? Was ist ein Versprechen? Johannes wird irgendwann mal nach Freiberg kommen und er möchte mit euch beiden gerne im Live Jellybeans essen. Oder wirklich? Ja. Wünscht er sich. Warte mal. Ja. Lass mich kurz. Dein Wunsch erfüllen wir dir gerne, Johannes. Zumindest die beiden hier. Lass mich kurz überlegen. Justin ist voll am Überlegen gerade noch. Nein. Papa macht das für mich. Nein. Doch. Dann macht mit, Luis. Ja klar, macht er mit. Nein. Nein, mach ich nicht. 88. Ja komm, hast du nicht mehr viele. Bis 110, dann bist du durch. Bis 120. Aileen, alles Gute zum Geburtstag. Happy Birthday. Alles Gute. Lass dich noch feiern, die letzten paar Stunden. Das poltert immer mehr. Man könnte denken, du wiegst 100 Kilo. Justin, Johannes bringt Harry Potter Jellybeans mit. Was ist das denn? Ich hab keine Ahnung. Das sind auch Jellybeans, die schmecken wohl auch ekelhaft. Schmecken wohl nicht so lecker. Schmecken wahrscheinlich schlechter als die hier. Fertig? So Leute, jetzt sind wir auch wirklich raus. Na. Vielen Dank, dass ihr da wart. Vielen Dank fürs Liken, Teilen und Bestrafen hier für Sport. Morgen 18 Uhr sind wir wieder da. Ich bin nachher nochmal drin. In diesem Sinne... Denkt immer schön dran. Wollt ihr euch den Arm versauen? Müsst ihr Christi, Daniel und die Kids schauen? Lasst doch einfach mal ein Like da. Oder auch einen neuen Follower. Ciao, tschüss. Leute.